Gut, dann begrüße ich euch zum dritten und letzten Vortrag in diesem Blog. Es geht um Lightning Talks und den Anfang machen Michael und Robert zum Thema Neues vom Vosges Routing Server. Ja, hallo, mein Name ist Robert Klemm und der Michael Spreng. Wir beide betreuen quasi diesen Vosges Routing Server und wollen euch da mal kurz was drüber erzählen. Der Vosges Routing Server ist eigentlich komplett eine Kopie von den Mapbox OSM Routing Server, der jetzt aktuell, das Neueste vom Neuesten, nicht mehr in Betrieb ist von Mapbox und wurde abgeschaltet. Somit haben wir jetzt die große Aufgabe, den OSM Routing Server an sich her quasi weiterzuführen und zu administrieren und versuchen natürlich auch bestimmte Sachen eben zu entwickeln oder beziehungsweise zu fixen. Der Vosges Routing Server ist, wie ihr bestimmt auch schon mitbekommen habt, auf der Webseite von openstreetmap.de. Achso, oh, ist genau umgedreht, egal. Der Vosges Routing Server an sich sieht genauso aus wie der alte Mapbox Routing Server, wenn ihr die Demo-Seite von Mapbox kennt. Und man sieht jetzt eben das Frontend, hat aber einen großen Vorteil. Jeder, der auf der openstreetmap.org-Seite geht, kann quasi in dem Reiter Routing oder Navigation eben auswählen, mit welchem Routing-Profil man von A nach B routen möchte. Wenn ihr das nutzt, landet ihr automatisch bei uns, bei dem Vosges Routing Service. Und über OSM werden quasi von A nach B die ganzen Strecken geroutet. Wir sagen ja Neues. Was ist neu? Wir haben einen Server mehr seit kurzer Zeit. Der Grund ist, dass das OSM ist sehr memoryintensiv. Es braucht sehr viel RAM. Die zwei Server waren zu klein. Jetzt haben wir neu drei Server. Das ist jetzt so die neue Aufteilung, wie wir das machen. Wir haben eine Maschine, die macht einfach die Vorberechnung, also die wandelt den OSM Planet um in den Routing Graphen. Die werden dann auf die zwei anderen Maschinen kopiert. Das Ganze ist aufgeteilt jeweils in Amerika und so Eurasien, einfach weil es halt praktisch keine Verbindungen dazwischen gibt. Aufgeteilt darum, weil es halt dann ein bisschen weniger Memory braucht, man kann es besser aufteilen. Hier seht ihr die neue Aufteilung jetzt, wie das gemacht wird. Das ist wieder funktioniert, also vorher hat es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert, weil es zu viel geswappt hat. Ja, das sind so die aktuellen Zugriffsstatistiken. Wir haben etwas mehr Traffic bekommen seit dem letzten Mal, aber verglichen jetzt, was der Mapbox-Server alles geliefert hat, ist das nichts. Also wir sind uns jetzt da ein bisschen am Vorbereiten, was da kommen mag, wenn die Leute merken, dass das nicht mehr funktioniert. Weil das ist jetzt eben so eine relativ neue Entwicklung, das Zertifikat vom Demo-Server ist ausgelaufen am Sonntag. Mapbox will das nicht mehr verlängern, sie möchten das den Betrieb einstellen. Wie gesagt, sie haben sehr viele Anfragen damit beantwortet. Wir sind da ein bisschen in Kontakt, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt, einen sauberen Übergang zu machen bis jetzt. Wir bleiben da dran, dass die OSRM-Demo-Seite dann vielleicht in Zukunft wieder nutzbar ist, dann eben über den Vosges-Routing-Server als Backend dahinter ist. Wir möchten natürlich auch das Routing weiterentwickeln. Wir haben drei Routing-Profile und die möchten wir aus Open Source, aus Mapper-Sicht anpassen. Wir möchten das Frontend etwas aufbessern. Ja, wer Interesse hat, soll sich gerne melden. Wir suchen da Leute, die mithelfen beim Entwickeln. Ja, vielen Dank für den kurzen Überblick.